Hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Magier Let's Play. Wir sind immer noch in der Höllenfeuerhalbinsel und ich glaube, wir haben so langsam die letzten paar Quests, die wir hier noch machen können. Ja, ansonsten wechseln wir vorerst dann weiter in die Zangermarschen, wenn uns hier wirklich alles ausgeht, weil jetzt wird es ein bisschen nervig, wenn ich die ganze Zeit nur noch eine Quest habe und dann irgendwie ein paar mehrere auf einmal. Nichtsdestotrotz, als allererstes schauen wir wieder eure Post an. Wenn ihr Post schicken wollt und Fragen habt oder sonstiges, dann könnt ihr jederzeit einfach auf dem Server Rexar einen Charakter erstellen und eine Schiami Dino schicken. Schauen wir hier als erstes. Xandor Aleria, Lichtking. Hi Flo, ich interessiere mich mega für die Lore um den Lichtkönig. Doch weiß leider nicht alles, wie das alles passiert ist. Ich fände es mega nett, wenn du mir das erklären würdest. Du wechselst mich immer mit Xalando. Mit Tim? Nein, was? Hä? Vielen Dank. Ja gut, können wir gleich versuchen. Können wir gleich versuchen, ob ich mich an alles erinnern kann. Henrik, Frage. Hey Schiami, ich spiele nun seit einiger Zeit meinen Krieger und wollte mit dem neuen Nachtgeborenen mal wieder eine neue Klasse spielen. Was kannst du mir da empfehlen? Ich hatte an einen Hexer gedacht. Ich meine, im Endeffekt, was du spielen willst, das musst du immer selber wissen. Du solltest das spielen, was dir gefällt. Einfach mal alles durchprobieren und schauen, was dir am ehesten zusagt und den levelst du dann nach oben. Du kannst entweder die Klassenprobe benutzen, um die Chars durchzuprobieren, oder du probierst sie einfach selber von Level 1 weg, levelst sie ein bisschen und dann siehst du, ob er dir gefällt oder nicht. Am besten immer so weit leveln, zumindest bis 10 leveln, sodass du mal alle 30 Skillungen durchprobieren kannst. Baxter Aleria, hey, ich bin Mr. Rexar, also so nenne ich mich zumindest. Ach so, ich schaue schon seit dem Jäger-Let's Play, ich habe dich sogar getaggt in einem Video von mir für den WoW-Tag 2018. Würde mich sehr freuen, wenn du es dir anschauen würdest. Ich liebe deine Videos und kenne dich auch schon sehr lange, bist du YouTuber, auch schön, dass du jetzt auch zu deinem Beruf gemacht hast. Vielen Dank für den Brief. Ich stehe nicht ehrlich gesagt so mega auf diese WoW-Tag-Zeugs. Das habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gemacht. Ich weiß, es ist nur nett gemeint von dir, aber auch ein guter Tipp von mir. Versuch nicht, dich irgendwie selbst zu promoten. Vor allem nicht, indem du mir halt irgendwie Videos in Videos irgendwas schickst oder sonst irgendwas. Das ist nur ein sehr nett gemeinter Tipp. Ist das der Rare? Nee. Denn damit fangst du dir normalerweise sehr viel Hate ein, wenn du versuchst, bei anderen Content-Creatern quasi irgendwie reinzuschnorren oder passiv reinzuschnorren. Nur ein nett gemeinter Tipp für die Zukunft. Ja, ich stehe nicht auf das ganze WoW-Tag-Ding, ist generell nicht so meins. Achso, hier habe ich das gebindet. Am anderen Magier habe ich die anderen Keybind für. Ich dachte mir gerade, hä, wieso buffe ich mich halt nicht? Jetzt müssen wir hier 15 killen. Und was war die andere Frage? Achso, zwecks der Lore zum Lichtkönig. Oh mein Gott, ist, wie gesagt... Ich habe letztens erst die Lore von Jaina erzählt. Ich hoffe, dass ich jetzt auch nicht alles vergesse rund um den Lichtkönig. Ich schaue mal, ob mir alles einfällt aus dem Gedächtnis gerade raus. Wie gesagt, ohne Skript ist sowas immer ein bisschen problematisch, alles abzurufen. Richtig, zumindest für mich. Probieren wir das einfach mal. Gut, um die Story vom Lichtkönig zu erklären, muss man halt so weit zurückgehen. Ich fange nicht ganz hinten an, sondern wir fangen einfach mit dem Ork Ner'zhul an. Ner'zhul kennst du ja vielleicht. Wenn du Warlords of Draenor gequestet hast, dann lernst du ihn ja auch kennen. Besiegt man unter anderem in der Instanz... Burning Crusade, Warlords of Draenor. Schattenmond-Grabstätte. Hier haben wir ihn, Ner'zhul. Da ist der gute Ner'zhul. Der gute wurde in der, im Laufe seines Lebens dann von der Legion gefangen genommen, wurde dann von der Legion bis zum Gehtnicht mehr gefoltert. So lange, bis er gestorben ist und seine Seele wurde dann weiterhin von der Legion gefoltert. So lange, bis er sich ihnen ergeben hatte und quasi für sie arbeitet. Da sie ihm aber immer noch nicht ganz vertraut haben, also der dafür verantwortlich war, für das ganze Foltern und Co., das war Kil'jaeden selbst. Den haben wir ja auch schon in Grab mal Sargeras besiegt, falls du dich daran erinnern kannst. Haben ihn da gefoltert und wie gesagt, dann irgendwann hat er nachgegeben, aber da sie ihm immer noch nicht zu 100% vertraut haben, haben sie natürlich gesorgt, dass er trotzdem nicht hundertprozentig seinen eigenen Willen da durchbringen kann. Wurde dann in die Rüstung, oder seine Seele wurde in die Rüstung eingeflößt, also in die Rüstung des Lichtkönigs, die wir jetzt auch so kennen. Die Rüstung selbst wurde in einen Eisblock eingesperrt. Und dieser Eisblock wurde nach Azeroth geworfen, sodass der Lichtkönig dafür sorgen konnte, dass alles bereitsteht, dass die Legion ja quasi Azeroth überrennen kann. Für das Ganze, da sie ihm wie gesagt nicht getraut haben, wurden natürlich auch Wächter mitgeschickt. Das war Mal'Ganis und Co. Ich weiß gerade nicht mehr die anderen zwei.
Die waren eigentlich dafür, also die Verdammnis-Lords, die waren eigentlich dafür verantwortlich, dass sie auf ihn aufpassen. Mal'Ganis treffen wir ja unter anderem in HDZ4 in der Instanz, wo wir ihn ganz am Ende besiegen. Und ja, während dem Ganzen, also Eisblock-Rüstung, wurde nach Azeroth geschleudert, ist jetzt also in Eiskrone angekommen, wo er dann mit seinen schon damals sehr starken Fähigkeiten quasi die ganzen Untoten, die ja, seine ganze Gegend um sich herum manipuliert hat, sodass sie halt zu seinen Verbündeten wurden, glaube ich, war so. Ich bin mir gerade einfach 100% sicher. Und hat dann angefangen, dass er halt die Untoten wieder erweckt mit seinen ja, nekromantischen Fähigkeiten, weil die Todesritter-Sachen, die haben wir ja eigentlich schon gesehen, bevor es den Lichtkönig gab. Das war ja auch schon ein Teil von der ersten Invasion und von Gul'dan selbst. Und wie ging es dann weiter? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Er hat sich dann auch noch die Neruba zu seinem gemacht, also das Reich der Neruba, in dem er Anub, Arrak und so weiter versklavt hatte, beziehungsweise gebrochen und besiegt hatte und sie ihre Leichen dann wieder erhoben hatte in den Untod, sodass sie ihm auch dort dienen konnten. Natürlich war Ner'zhul nach wie vor nicht auf der Seite der Legion, das heißt, er versuchte permanent, ja, ohne aufzufallen, sein eigenes Ding durchzuziehen. Das heißt halt, die Verdammnis-Lords keinen Verdacht schöpfen zu lassen bei den Dingen, die er gerade macht. Und dazu brauchte er unter anderem einen Diener. Und dieser Diener wurde dann später Arthas, wie wir jetzt wissen. Aber bevor das Ganze mit Arthas anfängt, gehen wir erst noch zurück. Denn er hat erstmal noch Leute gebraucht, die ihm dabei helfen. Und einer der Leute, die ihm dabei helfen, das war ein sehr, sehr mächtiger Magier. Der auch schon immer mit den Nekromantie und Co. rumhantiert hatte. Und das war Kel'Thuzad. Den kennen wir ja auch. Haben wir ja Naxxramas besiegt. Wobei Kel'Thuzad ist eigentlich nicht wirklich tot, weil wenn man einen Lich besiegt, dann geht er quasi in sein Phylakterium zurück, wo er sich regenerieren kann. Und das Phylakterium haben wir nie zerstört, sonst wäre er wirklich komplett tot. Aber nichtsdestotrotz, damals war er noch ein Mensch, Mensch-Magier aus Dalaran, den er dann langsam verführt hatte. Und der hat dann angefangen, dass er den, wie gesagt, Kult der Verdammten gründet. Mit dem Kult der Verdammten hat er halt dann angefangen, diese ganzen Untoten dort wieder zu beleben, beziehungsweise auch die Seuche zu entwickeln in Sholomons, also diese Schule, die wir auch als Instanz haben, da hat er dann die Seuche entwickelt und hat diese Seuche dann ins Getreide übertragen und dafür gesorgt, dass das Getreide, also wenn die Leute das aus Lordaeron und Co. verzehren, dass sie nicht irgendwie direkt mutieren, sondern dass das eine Zeit lang dauert, sodass halt keiner einen Verdacht schöpft und so viele Leute wie möglich das Zeug futtern. Und hat das halt dann überall hingebracht, nach Andorhal, nach Lordaeron, nach Stratholm. Stratholm ist ja der Paradebeispiel dafür. Und die Leute sind halt dann alle dort gestorben und sind dann wieder als Untot erwacht. Und dann hat das ganze Chaos angefangen. Jaina bzw. Arthas haben von dem Ganzen dann langsam Verdacht geschöpft. Und natürlich von diesen ganzen Rumoren gehört. Und sein Vater Terinas hat ihn dann halt beauftragt, dass er sich das Ganze genauer ansehen geht. Und hat das Ganze dann, ja, aufgedeckt, hat unter anderem Kel'Thuzad erschlagen, das heißt, er hat Kel'Thuzad getötet, als Menschform, noch nicht als Lich. Und wie Kel'Thuzad tot war, hat er natürlich gemerkt, dass die Geißel nicht wegging, das heißt, er wusste ja nicht, wer der Anführer von dem Ganzen ist, und hat dann weitergesucht. Dabei ist er auf Mal'Ganis gestoßen, der in Stratholm unterwegs war, und in Stratholm hat er selber gemerkt, dass die Leute halt, ja, dass er nichts dagegen tun konnte, dass die Leute dort mutieren. Und er hat gesehen, dass sie halt so oder so sterben und so oder so zu den Untoten werden. Und seine einzige Lösung war halt, das ist das, was wir in der Instanz HDZ4, also Ausmerzen von Stratholm sehen, dass Arthas dann durchgeht und die ganzen Menschen dort umbringt. Also die noch nicht mutierten Menschen, weil er wusste, dass sie natürlich irgendwann zu den Untoten werden. Deswegen hat er dort alle umgebracht. Das war aber nicht so im Gunst der aller anderen. Jaina und Uta haben ihm dann den Rücken gekehrt und wollten nicht dabei sein. Die ganzen anderen Soldaten sind mitgezogen. Und Mal'Ganis hat ihn dann am Ende quasi, ja, informiert, dass er, wenn er das Ganze besiegen will, dann muss er nach Nordend kommen, wo der Lichtkönig im Endeffekt war. Dann hat er eine Expedition angefangen zusammen. Ne, waren noch alleine. Muradin, glaube ich, hat er erst irgendwo auf dem Weg gefunden. Hat eine Expedition angefangen. Und der Lichtkönig wusste, er musste irgendwas machen, damit er Arthas komplett auf seine Seite ziehen kann, weil durch das ganze
Dealen mit den ganzen Untoten und Co. ist er halt schon recht in das ganze Schiene rein verfallen. Und dann hat er im Endeffekt ja, Frostgram erschaffen, beziehungsweise Frostgram mit einem Teil seiner Macht verzehrt oder besessen oder so, was auch immer. Keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht für ein. oh, da kommt ja schon der Dicke raus. Den müssen wir kurz umballern. War es das hier schon? Ich glaube noch nicht. Ja, hat Frostgram dann dort hingeworfen oder hinbringen lassen. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Und unter anderem hat Arthas halt dann das Schwert gefunden. Mit dem Schwert selbst hat er dann natürlich die volle Kontrolle oder Teil seiner Kontrolle über ihn. Und dann ist auch Ner'zhuls Plan in dem Sinne aufgegangen, weil Arthas hat dann angefangen, die Schreckenslords, also unter anderem Mal'Ganis, zu töten. Und ja, das war im Endeffekt, hat sich Ner'zhul so aus seinem eigenen Gefängnis befreien können. Arthas selbst ist dann irgendwann im Laufe der Geschehnisse nach Eiskrone gegangen, wo er dann auch schlussendlich Ner'zhul in seinem Eisblock gesehen hat und ihn daraus ja, befreit hat und selber die Rüstung angezogen hat, sodass Ner'zhul die komplette Kontrolle über ihn nehmen konnte und jetzt nicht mehr unter der Kontrolle der Legion stand und quasi seine eigene Armee dort aufgebaut hatte. Ja, das war, glaube ich, alles im Großen und Ganzen, im Verlauf von dem Ganzen. Als er dann Lichtkönig wurde, hat er dann ja, auch die Todesritter und Co. erschaffen, oder war schon vorher. Ich war, wie gesagt, ich weiß nicht, es ist 100%, aber es stimmt halbwegs, sagen wir mal so, was ich gerade erzähle. Es ist nicht ganz falsch. Ist dann zurück nach Lordaeron. Das war sogar noch vorher, oder? Bevor er die Rüstung angezogen hat, ist er zurück nach Lordaeron, glaube ich. Dabei hat er seinen Vater erschlagen. Er hatte zwar schon diese Leichen, oder? War das mit der Rüstung? Er hatte zwar schon diese Leichenblässe, also er sah schon aus wie ein Todesritter, beziehungsweise so ein Halbuntoter. Aber durch den langen Mantel und durch die Verschleierung, ich meine, man sieht es in dem Cinematic, in dem Warcraft 3 Cinematic. Wie lange dauert das hier noch? In dem Warcraft, achso, ich muss den anlabern, genau. Man sieht es halt in dem Warcraft 3 Cinematic, der dann reingeht. Und im Endeffekt haben die Wachen noch keinen Verdacht geschöpft, weil sie halt einfach nur dachten, er ist zurück. Und dann hat er halt seinen Vater dort abgeschlachtet. Auch im Thronraum von Lordaeron, wo man bis heute in WoW auch noch die Abdrücke der Krone, glaube ich, sieht man noch liegen. Oder die Blutspur und so weiter sieht man noch. Das ist recht cool gemacht auch. Kleines Easter Egg nebenbei. Und ja, dann hat er seinen Schlachtzug angefangen gegen die Blutelfen. Das heißt, dann hat er hier diese, mit der Geißel zusammen, diese Schneise der Verderbnis, die man auch hier noch sieht. Diese ganze dunkle Schneise hier durch gemacht. Er konnte zwar eigentlich zuerst Kel'Thalas oder beziehungsweise den Immersangwald und Co. nicht angreifen. Hat dort aber einen auf seine Seite gezogen. Das ist der Gute, den man in den Geisterlanden besiegt. Und zwar in der Festung hier unten, da killt man ganz drinnen einen NPC. Und da ist eigentlich ziemlich lore-relevant. Denn der war eigentlich derjenige, der die Barrieren von Silvermond quasi runtergefahren hatte. Sodass die Geisel überhaupt eine Chance hatte, dass sie reinkommt. Und dann sind sie alle rein, zusammen mit der Leiche von Kel'Thuzad, die er mit hatte. Weil er wollte Kel'Thuzad wieder in seine Reihen haben. Und sind halt dort, ja, reingegangen, haben alle abgeschlachtet, die ganzen Waldläufer inklusive Sylvanas. Sylvanas hat er dann disrespected, indem er sie als Banshee wiedererweckt hat. Und dann sind sie zum Sonnenbrunnen gegangen und der Sonnenbrunnen ist ja quasi der Quell der Energie für die Blutelfen. Und dort haben sie dann Kel'Thuzad wiederbelebt als Lich, also nicht mehr als menschliche Form, sondern als Lich, wie wir ihn ja dann schlussendlich auch selbst kennengelernt haben in WoW selbst, oder? Im WoW selbst war er nur in HDZ dann zu sehen, seine normale Form. Kel'Thuzad, da ist er. Der wurde dann als Lich wiederbelebt. Und Kel'Thuzad ist, wie gesagt, nach wie vor nicht tot. Der gute, das Phylakterium haben wir nie zerstört. Zumindest nicht laut der Story von WoTLK. Wir haben es in Classic, hatten wir es der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts gebracht. Da weiß man aber nicht, was da passiert ist. In WoTLK haben wir das, ich meine, in Classic kann nichts passiert sein, sonst wäre in WoTLK nicht wiedergekommen. Und in WoTLK haben wir mit dem Phylakterium gar nichts gemacht, außer das, was dort liegen haben lassen. Weil wir anscheinend nicht aus unseren Fehlern lernen. Aber das war jetzt, glaube ich, im Großen und Ganzen die Story. Wie gesagt, kann sein, dass da ziemlich viele Dinge nicht hundertprozentig übereinstimmen, aber es sollte im Großen und Ganzen halbwegs stimmen. ja, ich hoffe, das beantwortet halbwegs deine Frage. Ich tue mir halt, wie gesagt, immer sehr, sehr schwer, das alles irgendwie noch aus dem Kopf abzurufen, vor allem, wenn es schon wieder länger aus ist, dass man das irgendwie gelesen hat oder sonst irgendwas. Man versucht es natürlich
so gut wie möglich noch irgendwie im Hinterkopf zu haben. Was leider nun mal nicht immer funktioniert. Aber ist halt tausendmal einfacher, wenn man sich einfach irgendwelche Skripts und Co. macht, so wie man es halt bei Videos und Co. macht. So dass man natürlich keine Sachen vergisst, wenn man irgendwas erzählen will. Ja, wir brauchen ihn hier. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich nicht ihn, wir brauchen den anderen, aber wir müssen unter anderem auch ihn killen. Wir mussten, glaube ich, auf dem Leichnam, genau, muss man auf seinem Leichnam platzieren, dass mit der eine überhaupt kommt, oder nicht? Wobei, der hat gar nicht viel HP. Ich bildet mir gerade ein, dass der irgendwie mega HP hatte. Ja, das hat nix. Oh, oh, oh. Crit, please. Nein. Nochmal nein. Da charge er mich. Ach, komm, hör auf. Jetzt nochmal von hinten. Ein Agron. Shield. Freeze. Get him. Oh, kam kein Borg. Egal. Banner wieder aufgestellt. Dann kommt die eigentliche Hand von Ökargaf. Der eigentliche Boy, den wir killen müssen. Der war früher Elite und mega schwer. Der hat so Damage gedrückt. Das weiß ich noch. Da war ich so am Struggling, weil ich nicht wusste, wie ich den down kriege. Wunderbar. Da musste man... Ich glaube, er war damals gar nicht unten, oder? Wie kommt vorne? Er ist immer oben durch die Gegend patrouilliert. Er war so ein Elite, der die ganze Zeit hier hin und her gegangen ist. Auf einer der zwei Seiten. Mir kam vor, der war vorher nicht unten. Ich kann mich gerade täuschen, aber ich bilde es mir zumindest so ein. So, haben wir jetzt überhaupt noch Quests? Weil wir haben eigentlich nur noch die Hand von Kargaf. Das ist gerade die letzte Quest, die wir jetzt gemacht haben. Das heißt, das ist fertig und dann ist nur noch grün, aber kein Ork. Das ist aber nur die Questreihe vom Posten der Makar. Schätze ich mal stark, weil da ging es damals um Thrall. Also würde ich mal fast behaupten, dass es die Quest wäre. Und dazu müssen wir aber zuerst zurück nach Orkrema und das will ich halt nicht, weil dann sind wir halt noch länger unterwegs. Das ist, glaube ich, schlauer, wenn wir uns aufmachen in die Zangermarschen. Fuße der Zitadelle. Quest beenden. Genau, die Hand von Kargaf. Und damit wird nur noch das hier fehlen. Aber das ist uns dann relativ egal. Jetzt machen wir uns auf, oder? Scherben ist doof. Genau, das wäre unten noch der Queststrang. Stimmt, ja, das wäre die letzte Quest. Ja, gut, die lassen wir aber aus. Das ist, ich meine, es ist nicht schlecht, aber Zangermarschen geht schneller. Traut mir. Da unten müssen wir im Endeffekt so Teile sammeln. Dann müssen wir irgendwie... seinen Teufelsjäger. Da müssen wir die Eber killen, dann frisst er da immer und dann kackt er und dann müssen wir Schlüssel in der Kacke suchen und dann müssen wir nochmal in die Höhle rein und den Kommandanten killen drinnen. Ist eine recht normale Quest. Ich meine, wie oft haben wir schon irgendwas in Kacke gesucht? Ich kann gar nicht mehr mitzählen in WoW. Das kam schon einige Male vor. Egal, gehen wir lieber zu Angermarschen, da geht es ein bisschen fixer zum Questen. Und ja, bei meinen Erfolgen geht es eigentlich auch recht gut voran. 3431 von 3600, wobei das werden immer noch ein bisschen mehr, weil Teilerfolge werden immer gleich reingezählt. Das heißt, hat man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man für irgendwas macht 50 Kills und dann kommt der nächste Erfolg erst direkt, nachdem man die 50 hat, erst dann wird der Erfolg hier dazu gezählt. Das heißt, insgesamt müssen so 3680 Erfolge um den Dreh sein, die es noch gibt. Aber momentan bin ich noch ein bisschen weiter hinten. Ich bin gerade erst dabei, dass ich das nach und nach farme. Ich habe gerade die Erkundungsdinger gemacht. Da fehlt jetzt, glaube ich, nur noch diese zwei Gedrängdinger. Genau, das war aber tausendmal einfach als Allianz-Spieler zu holen. Deswegen kaufe ich das auf meinem Alipala dann einfach alles. Aber das sind nur 5 Punkte jeweils. Ich will so unbedingt die 30.000. Das dürfte aber noch ein Weilchen dauern, bis ich da hinkomme. Am meisten Erfolge habe ich halt noch in PvP oder in Raids sind auch noch ziemlich viele, die ich noch holen kann. Die Rufdinger habe ich alle bald fertig, die Pet-Dinger habe ich auch bald fertig. Und Sammlungen sind sowieso, das sind nur die zwei neuen Sets, deswegen fehlen mir die gerade. Berufe ist auch relativ einfach, die habe ich auch schnell und die Quest-Dinger auch. Das heißt, Spieler gegen Spieler ist eigentlich das Einzige, was ein bisschen länger dauert. Hier haben wir nämlich noch Gurubashi, da muss ich immer noch mal irgendwie diese Dinger holen. Dann haben wir... Was haben wir noch? Ehre. Ich meine, da fängt die Ehrenlevel. Das kann über lange dauern. Ja. Da muss man bis Ehrenlevel 500 kommen, nämlich. Und das ist leider ein ziemlich harter Grind. Dann haben wir... Hier sind wir alles fertig. Tiefenwindschlucht. Da fehlen mir noch ein paar Siege. Ich glaube, so um die 30 rum im Main. Die 50 Minen habe ich auch fast fertig. Und dann haben wir die 4 Erfolge hier fertig. Brodelnde Küste fehlt mir noch viel zu viel hier. Das sind noch 4 Erfolge. Und im RBG fehlt mir noch 2-4 Held der Horde und in Arena fehlt mir noch 2-4, 2-7 und Gladi. Dann habe ich da auch alles. Die ganzen Weltdinger, die hier, die sind übereinfach. Die habe ich fast instant. Gleich wie die Duell-Gilde, die habe ich auch eigentlich relativ fix fertig. Da brauche ich nicht mehr lange, bis ich das alles abschließe. Leider sieht man den Fortschritt halt immer auf anderen Charakteren hier nicht, weil es nicht account-wide ist.
Aber nichtsdestotrotz dürfte das alles nicht so lange dauern. Zumindest ein großer Teil davon werden wir bald mal abschließen können. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier alles abnehmen. Annehmen. Damit wir wieder Sachen abschließen können. So stimmt der Satz. Jetzt haben wir es richtig. Dann haben wir noch die Gesuch-Quest hier. Wie gesagt, hier ist übertrieben angenehm zu questen. Die ersten paar Sachen. Ja, wobei im späteren Verlauf eigentlich auch noch. Das Questgebiet ist relativ angenehm aufgebaut. Leider gibt es halt nicht ganz so viel EP wie in anderen Gebieten. Dann können wir das hier noch annehmen. Man sollte nur schauen, bevor man hier hingeht, dass der Questlog relativ leer ist. Sonst hat man nämlich bald mal ein Problem hier. Das können wir abgeben. Genau. Jetzt könnten wir eigentlich noch... Wobei, wir fliegen vorher hoch. Weil beim Sumpfbossen kriegen wir nochmal ein paar Quests, die uns nochmal in alle Richtungen schicken. Und es empfiehlt sich hier, alles einmal anzunehmen und dann alles auf einen Schlag zu machen und alles auf einen Schlag abgeben, weil die Folgequests spielen wieder fast immer in denselben, im selben Bereich, wo man auch schon vorher unterwegs war. Das heißt, man spielt sich da eigentlich selbst in die Karten, wenn man versucht, das irgendwie zu kombinieren halbwegs. Flugpunkt ist immer gut. Das können wir einmal abgeben. Das ist der Bericht, das uns hier rüberleitet. Dann haben wir einmal das hier, die Hydraschuppen. Nachricht an die Zangamarschen. Dann einmal die 10 Stück killen. Und dann haben wir hier noch die Pilze und die Flügel hier, die wir brauchen. Genau, jetzt ist hier ganze Karte voll mit irgendwelchen Quests, die wir abschließen müssen. Unter anderem die Marschenreise killen. Das machen wir natürlich gleich als erstes hier. Oh, oh, there we go. War das hier in der Mitte schon? Genau, da konnten wir in der Mitte auch die Schuppen holen. Wobei, ich habe die sonst immer eigentlich beim Fluss unten geholt, weil ich es irgendwie das angenehmer empfunden hatte. Weil das sind nämlich genau rundherum um diesen See genug Mobs, dass man das halbwegs auf einen Schlag farmen kann. Kann man den hier so schnell down? Na doch. Oh, der war gewastet. Der kam erst raus, als er schon tot war. Man könnte, wenn man wirklich full tryhard geht, die hier auch nebenbei killen. Die Sporensegler, die droppen nämlich Materialien, die man im späteren Verlauf hier noch braucht. Aber die Droprate ist relativ hoch und man muss das nicht unbedingt jetzt gleich machen. Man braucht das später, wenn man weiter unten ist bei Sporiga. Weil da kriegt man nochmal Quests, wo man das Zeug einfach abgeben kann und dann EP kriegt für. Und die Dinger sind halt keine Quest-Items, sondern das sind normale Items, die halt droppen an sich. Und außerdem, glaube ich, geben die dir den Buff, wenn du die killst. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Irgendwas gab es da mal. Ich waste gerade dauernd aus Versehen eine Fähigkeit. Hast nicht Absicht. Wobei, jetzt ging's. Der Instant geht aus. Mir kommen vor die Buffen ein, oder nicht? Bilde ich mir das gerade ein? Wir tryen das mal ganz kurz. Oder? Doch, klar. Die geben einem 5-Minuten-Buff, genau. Alle Attribute um 30 erhöht. Ist 30 viel für mein Level? Ja, circa so viel wie 2 Items wert. Ich glaube, die droppen hier auch diese Hydra-Schuppen-Dinger, oder? Nee? Oder waren das andere? Egal, wir killen die wieder unten beim Wasser dann. Wir machen die nicht hier oben, sondern hier unten dann. Da, wie gesagt, ich finde es einfach angenehmer. Die Sporenschwinge, die brauchen wir nachher. Ja? Das ist nämlich eine der Folgequests, wo wir die töten müssen. Und wir müssen unter anderem dann hier sowieso generell ziemlich viele Gegner killen. Da müssen wir nämlich einmal rund um diesen See irgendwie gefühlt alles töten, was hier irgendwie lebt. Da fragt man sich, wie hier überhaupt noch Sachen durch die Gegend fliegen können. Wenn wir hier Bären und alles ausmerzen, die müssen ordentliche... die müssen ordentlich schnell groß werden, sagen wir so, wenn die für so viel Nachschub sorgen. Oh, den bauen wir noch. Das Orientier. Booyah. So, wie gesagt, das bauen wir gerade nicht. Jetzt können wir einmal den Elite killen. Die Klauen, die muss man hier nicht fertig farmen, aber es lohnt sich immer, wenn man rundherum einfach ein bisschen klärt und die Klauen nebenbei lootet. Dann kombiniert man das wieder recht gut. Außerdem gibt es hier ein Pet, das hier droppt von diesen komischen Mücken, die hier rumfliegen. Das habe ich nämlich immer noch nicht. Ich meine, ich habe das noch nie gefarmt, ehrlich gesagt, aber ich habe hier schon so oft gequestet, dass es eigentlich weird ist, dass ich das noch nie gezogen habe. Ich glaube, dass das von allen Mücken hier droppt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eher von denen hier, oder? Ah genau, hier sieht man sogar Glühwürmchen. Dass mir das halt fehlen kann. Genau, jetzt gehen wir hier irgendwo rein, wo wir halbwegs halt vorher casten können. Ich meine, wenn man die aufsehe hier aggro, dann kommen immer die kleinen Sklaven nämlich mit. Aber wenn man die schnell killt, glaube ich, resetten die einfach direkt, oder? Ja, genau. Dann muss man die nämlich killen, oder? Ja, der buggt erstmal. Kein Ding, Mann, der dreht instant wieder um und kommt zurück. Sein Herrchen ist zwar tot, aber er gibt nicht auf, Mann. Wie nennt man das? Ist das halt Stockholm-Syndrom, wenn man sich in den
in den Entführer verliebt. Hab da wieder was gelernt jetzt. Das ist richtig, richtig gutes Let's Play. Da lernt man auch noch Dinge nebenbei. Holy shit, man. Au. CDs gehen an. Sachen werden gedrückt. Oh boy. Aus dem Leben geboxt. Wobei, ich glaube, die droppt auch eine Klaue. Ich bin mir gerade nicht sicher. 1000 EP kriegen wir hier wieder für jeden Kill. 1100 Erfahrung. Ich meine, ich habe wieder erholten, weil komme ich da echt nicht rüber. Ich wollte ja nur blöden. Ah, ich habe die schon geblöden. Was gehen wir mit dem Range-Loot? Für die 30 Klauen, was wir hier brauchen, kriegen wir wieder so viel. Oder kriegen wir wieder bei weitem mehr Erfahrung, als wir eigentlich für die Quest an sich kriegen. Was wieder sehr, sehr witzig ist irgendwie. Ach, ich wollte gerade schauen, ob ich diese. Wie heißt es nochmal? Was Dolphix mir geschickt hat, die Schießschuhe, ob ich die einfach in Ding im Casten nutzen kann, aber leider nicht. Sonst wäre es mega witzig, fährst du einfach durch die Gegend und ballerst die tot, ey. Das können wir kicken. 8 haben wir schon mal. Wir brauchen nachher auch noch eine Drop-Quest. Die gibt es normalerweise immer von den Dampfingenieuren. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon droppt oder erst nachher. Ich glaube erst nachher, wenn wir sowieso zu den einzelnen Maschinen hin müssen. Ich meine. Die Quest ist ein bisschen nervig, weil du so weit durch die Gegend fliegen musst. Du musst halt einmal komplett durchs komplette Gebiet fliegen, damit du die Quest abschließt. Das ist das einzige Nervige daran. Aber ansonsten. Ansonsten geht's. Ist das ein Rare? Nee. Doch, abgesandte Blödsinn. Das Addon schlägt nicht an. Hä? Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Rare. Entdeckt er mich schon wieder oder was? Was ist mit dem? Jetzt entkommt er. Da, wenn ich meinen Pyro raushaue, dann entkommt er. Ach komm, hör mir auf, ey. Ich glaube, wir gehen direkt auf den Rare mal. Kicken den hier. Haben wir noch einen Crit? Dann schieben wir die hier so lange. Die hat nämlich ein bisschen mehr HP als die anderen. Desorientieren hier nochmal. Boom. Sie ist tot. Achievement gibt es auch mit dazu. Habe ich zwar schon, aber egal. Immer wieder nice. Wenn das Ding in die aufpoppt. Was haben wir hier? Brauchen wir das? Kette? Nein, brauchen wir nicht. Ja, gut. Gibt wenigstens ein bisschen Erfahrung. Also, Rare Skill lohnt sich immer mal. Kriegt man immer Erfahrung für. Oh, Double Brock. Boom. Und die finishen wir so. Nein, gerade nicht. Ah, wo aim ich halt hin? Der war ja gerade komplett daneben, ey. Was war das jetzt? So, 14 haben wir hier. Wie gesagt, die brauchen wir nicht hier fertig machen. Weil wir müssen unten noch den anderen killen. Und da haben wir mehr als genug von den Dingern. Die Horde hat auch gerade die Kontrolle über diese Leuchtsignale. Ich fand, das hier war das sinnloseste Open-PvP-Event, das es jemals gab. Das hat nie irgendjemand gemacht. Das war so umsonst. Das Einzige, was halbwegs ging, waren diese Türme in Terrorcard. Da haben halt wenigstens die Leute diese Marken gefarmt für ein paar Items. Aber oder für die Metasockel, glaube ich, gab es da auch noch. Für PvP und so waren recht gut. Aber ansonsten war es halt so useless hier in dem Gebiet. Ja, diese ganzen Open-BVB-Dinger kamen nie gut an. Das erste, was richtig gut ankam bisher, ist halt War-Mode jetzt. Als Open-BVB-Feature. Aber dieses gezwungene Open-BVB, wo du halt hier irgendwie keine Rewards kriegst oder so irgendwie, sondern nur irgendwie ein bisschen rumtryst, das kam irgendwie nie gut an. Ich meine, was die Leute viel gemacht haben, ist halt Höllenfeuer-Halbinsel. Aber da war es eher rein zum Vergnügen dann. Ich meine, da hat man auch relativ gute Sachen bekommen eigentlich. Und Ruf konnte man dort farmen für die Waffen. Weshalb es recht beliebt war. Da gab es hier diese Epic Einhandaxt und dieses Caster-Schwert, die gar nicht mal so schlecht waren. Ja, fliegen wir hier rüber. Wir müssen ja gleich den Großen da drüben killen. Der steht nämlich gleich da oben drinnen. Au. Oh. Ich hoffe immer so sehr darauf, dass es crittet und dann passiert es halt nicht und ich bin mega enttäuscht. Zwei Zuchtmeister auf einmal. Jetzt wäre mein Brock ausgelaufen, hätte ich nicht meinen Instant Cast benutzt. Resettet er trotzdem? Doch, der resettet trotzdem. Wunderbar. Und dann haben wir da oben, wie gesagt, den guten Quest-NPC, den brauchen. Können wir gleich wieder Cooldown machen. Wunderbar. Oh, Baby, der Damage. Easy Kills. Snacks, Alter. Reine Snacks hier. Ja, gerade nicht. Ach, komm. Immer dieses 2-3% Überleben hier. Man höre ihm ja auf. Den können wir noch fix finishen. Na? Wo rennt er hin?
Bleibe ja hier. Er will schon wieder irgendwo hinrennen. Den können wir auch noch fix killen. Oh, 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 kickt. Nein, er rennt auch wieder weg. Was mit dem? Egal. So. Jetzt lassen wir es hier mal gut sein und machen dann das nächste Mal hier unseren Rundherum-Grind quasi fertig. Haben wir noch mehr als genug Quests offen, die wir hier abschließen können, bevor wir das alles abgeben. Und das sollten wir eigentlich so ein Level, bisschen über ein Level machen, hoffe ich zumindest mal. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, habt ihr entweder unten in die Kommentare oder ihr könnt mir auch jederzeit gerne in-game einen Brief schicken. Ansonsten, nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.